Der Sieg von Star Appeal im Prix de l'Arc de Triomphe jährte sich im Oktober zum 25. Mal. Adi Forler sprach im Frühjahr 2000 immer wieder von seinem Plan, dieses Jubiläum in irgendeiner Form besonders zu würdigen. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Er starb am 30. August. Seine Idee haben wir aber aufgegriffen. Adi Forler gehörte zu den Zeitzeugen, die dabei waren, als es geschah. Das Wunder von Longchamp. Hier seine Reportage von diesem denkwürdigen Ereignis. Guten Tag, meine Damen und Herren in Deutschland. Der Prix de l'Arc de Triomphe 1975 wird als der am leichtesten zu gewinnende in die jüngste Geschichte eingehen, denn zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wird kein dreijähriger Derbysieger am Start sein. 24 Pferde laufen und allgemein wird angenommen, dass die Vorjahrssiegerin Allée France, die jetzt schon fünfjährig ist, wieder das berühmte Rennen dieser Welt gewinnen wird. Es geht über die klassische Distanz von 2400 Meter und der Gesamtpreis des Rennens für den Sieger und für die drei Platzierten beträgt 2,25 Millionen Franc. Das ist eine runde Million Mark. Ehrengast hier am Präsidentenpalais Frankreichs Staatspräsident Giscard d'Estaing. Allée France ist also wieder Favorit und für die weitere Reihenfolge werden mit Yvan Jicquard, Nobilieri, Dahlia und Comtesse Loire, der Vorjahrszweiten, ebenfalls nur Stuten genannt. Das ist merkwürdig, dass man den Hengsten hier so wenig Chancen gibt. Für Deutschland ist interessant, dass mit Stall Moritzbergs fünfjährigem Hengst Star Appeal, der sich schon als Dreijähriger einmal erfolglos im Prix de l'Arc de Triomphe versuchte, wieder ein Vertreter der Bundesrepublik in diesem Millionenfeld vertreten ist. Seine Chancen sehen auf dem Papier nicht besser aus als die eines Außenseiters, aber das war er schließlich vor seinen Siegen im Gran Premio di Milano und in den Eclipse Stakes in England schließlich auch. Er hat mittlerweile in dieser Saison eine runde 500.000 Mark gewonnen, darunter 2 europäische Gruppe 1 Rennen und ein Gruppe 2 Rennen. Alle Pferde in den Startständen. 8 und Start. Der Prix de l'Arc de Triomphe ist gestartet. Sehr schnell die ersten 400 Meter, die jetzt angegangen werden. Und die beiden Stallgefährten Dahlia und Nobilieri sind in der Mitte in Front gezogen. Aber Olmeto ist an der Innenseite noch schneller neben Citoyen. Olmeto und Citoyen, der jetzt mit einem Kopf führt, Citoyen vor Olmeto, dann sieht man Encopec dabei, dann sieht man auch Dahlia, dann sieht man auch Nobilieri. An der Außenseite ist das Feld dicht auf mit Allée France ungefähr an 8. oder 9. Stelle und Stall Moritzberg Star Appeal liegt etwa an 5. bis 6. letzter Stelle. Einstellung von vorne, links sehen Sie das Pferd mit dem weißen Bodenblender, ist Citoyen. Daneben ist Nobilieri zu sehen. An dritter Stelle ist die Nummer 19, Carolos, der aus England kommt. Das Pferd jetzt hinter dem Wäldchen hervorgekommen und biegt nun in die Senke hinein, hat den Berg überwunden. Immer noch unverändert, Citoyen an der Spitze, an zweiter Stelle Nobilieri, an dritter Stelle Olmeto, an vierter Stelle Carolos. Und ich muss mal sehen, wo Star Appeal liegt, der hat sich etwas vorgearbeitet und liegt etwa an 11., 12. Stelle, während Allée France ebenfalls noch im Mittelfeld liegt. Noch nichts Genaues zu sehen, unverändert Citoyen an der Spitze. Citoyen und Olmeto innen. Und jetzt taucht auch außen der Schimmel auf, Bruni und Allée France immer noch im Mittelfeld. Pferde biegen jetzt gleich um die Ecke. Citoyen an der Innenkante unverändert noch kurz vorne, jetzt aber schon passiert von Nobilieri. Und die Pferde jetzt in der Geraden. In der Mitte stößt Bruni vor. Bruni, der englische St. Ledger-Sieger, der Schimmel. Dann ist auch plötzlich Star Appeal in der zweiten Linie. Aber an der Innenkante, in der Mitte, jetzt kommt Encopec. Und dann kommt auch Duke of Marmalade.
Kopf, Kopf, sehr viel Kampf. Und an der Innenseite ist plötzlich Star Appeal da vorne gekommen. Star Appeal für Deutschland, das ist ja unglaublich. Eine Sensation. Star Appeal und der Gravel Starkey gewinnt den Arc de Triomphe. Nein, es kann nicht sein. Tatsächlich, es ist nicht zu fassen. Ein deutscher Sieg im Arc de Triomphe. Star Appeal gewinnt gegen On My Way und auf dem dritten Platz Comtesse Loire, die im letzten Jahr den zweiten Platz belegte. 3:2:13. Das ist ja eine Sensation. Das ist ja eine solche Sensation. Star Appeal gewinnt für Stall Moritzberg den Prix de l'Arc de Triomphe, das erste Pferd überhaupt in der langen, langen Geschichte dieses Millionenrennens, das für deutsche Farben einen Sieg erringt. Und wie er gewinnt, mit 3-4 Längen gegen On My Way und auf dem dritten Platz dann Comtesse Loire, die im Vorjahr schon Zweite war. Eine Sensation. Der Besitzer ist mit seiner Gattin und Trainer Theo Grieper, Waldemar Zeitelhack mit Frau Waltraud und Trainer Theo Grieper sind hier anwesend. Ich weiß nicht, was sie im Moment machen mögen. Sie werden lachen, sie werden weinen, sie werden sich um den Hals fallen. So etwas hat es ja überhaupt noch gar nicht gegeben. Er ging als klarer Außenseiter an den Start. Und auch der Präsident der Französischen Union scheint etwas konsterniert zu sein, dass es hier keinen französischen Sieg gegeben hat. Auf jeden Fall sah er so aus, als ob er auf das falsche Pferd gesetzt hat. Na, das hat nun wirklich in Deutschland kein Mensch erwartet. Gehofft hat man zwar, dass er gut laufen wird. Und Gravel Starkey hat die Order konsequent eingehalten. Er hat sich mitziehen lassen vom Feld auf den ersten Kilometer, hat sich versteckt hinten drin, hat dann langsam Boden gut gemacht, tauchte dann in der zweiten Reihe in der Distanz auf, fand keinen Durchschlupf, musste dann nach innen gehen und spritzte dann plötzlich mit einem unwahrscheinlichen Antritt vom Felde weg. Wenn man sich überlegt, dass Gestüt Röttgen dieses Pferd vor 2 Jahren, 1973, für 60.000 Mark verkauft hat, dass der Hengst in diesem Jahr, allein in diesem Jahr, eine 500.000 schon gewonnen hat und jetzt den Prix de l'Arc de Triomphe, das dritte Gruppe 1 Rennen. Er bekommt jetzt noch einmal 1.468.000 Franc dazu. Dann kann man nur sagen, das ist das Europapferd. Er wird Pferd in Europa Nummer 1 werden. Darüber gibt es überhaupt gar keinen Zweifel mehr, nachdem er nur 40 Punkte in der Punktwertung hinter dem englischen und irischen Derbysieger Grundy stand und jetzt durch diesen Sieg natürlich Punkte gut gemacht hat. Mit diesem Ergebnis wollen wir uns verabschieden. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, in Deutschland mit dieser Sensation.